Bögel, der IT-Partner des Halleschen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr gute Damen und Herren, angeschlossene BIP-Rollmeister, Sie herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den Halleschen FC. Das Spiel endete 0:0 und war für uns das erste Unentschieden in dieser Saison. Ich begrüße die beiden Trainer. Gerne zunächst das Wort unserem Gast, bitte Herr Schmidt, Ihr Kommentar zum Spiel. Wenn du 0 heißt, ja immer so, es ist ja gleich C. Ich glaube, wir haben insgesamt ein sehr intensives Drittligaspiel. Gute Qualitätsbasis gesehen, wo Fußballspiel im Vordergrund stand. Wir für uns, wenn man die erste Halbzeit rüber passieren lässt, das war sehr laufintensiv im Spiel gegen den Ball, das war uns bewusst, das haben wir gut umgesetzt. Das Aufbauspiel ein Stück weit zügig zu stören, diese Schnittstellen, wo Paderborn immer wieder gefährlich versucht hat, reinzuspielen, auf die Halbposition oder den diagonalen Ball vorwegzunehmen. In das schnelle Umschaltspiel zu kommen und was auch die erste Halbzeit dann in der Spielzeit ich gesehen habe, dass wir immer mehr Spielkontrolle übernommen hatten, dass wir ein gutes Stationsspiel hatten, sehr, sehr gute Möglichkeiten uns generiert haben in diesen ersten 45 Minuten, das 0-0. Insgesamt geht es in Ordnung, wir hätten in der einen oder anderen Situation vielleicht schon mal das Tor machen können oder vielleicht müssen. Zweite Halbzeit ähnlich, da waren wir in den ersten so 7, 8, 10 Minuten nicht ganz so griffig, ist dann wieder besser geworden im Zugriff, auch im Spiel nach vorne hatten wir wenig Ballhaltezeiten in den ersten Minuten, das haben wir nicht gut gemacht, aber dann insgesamt bis zum Abpfiff eine richtig starke Leistung meiner Mannschaft mit guten, wieder sehr guten Möglichkeiten. 6:2 habe ich gezählt von den Chancen, 55 Minuten, der erste Großchance Paderborn. Zeugt ja auch davon, was wir an Defensivleistung gearbeitet haben, jeder Einzelne auch in den Positionsgruppen als Mannschaft wenig zugelassen, keine Ecke zugelassen vom Gegner. Trotzdem musste auch mal hellwach sein bei der Qualität, die Paderborn hatte in der Offensive. Wir haben einen guten Job gemacht auswärts, zu wiederholten mal einen guten Job, zu einem sehr guten Job hätten wir uns die 3 Punkte auch verdient gehabt, wenn wir dort unsere Chancen, eine davon gemacht hätte. So steht es am Ende im Milieu und das ist auch in Ordnung. Ja, Herr Schmidt, vielen Dank für Ihren Kommentar. René, kommen wir zu unserer Sicht der Dinge. Es war nicht nur das erste Unentschieden für uns, sondern auch das erste Spiel zu 0, also ohne ein Gegentor. Wie fällt deine Bilanz aus? Bitte schön. Ja, genau so. In Summe ist das erstmal sehr, sehr positiv zu bewerten, dass wir zu 0 gespielt haben. Wir haben schon in den vergangenen Wochen intensiv daran gearbeitet, halt auch unsere defensive Stabilität zu gewinnen. Und defensive Stabilität fängt ja nicht in der Viererkette an, sondern ist ein gesamtmannschaftliches Produkt. Und das haben wir in vielen Phasen des Spiels gut gemacht. Es gibt da immer noch Optimierungsbedarf, aber in Summe hat die Mannschaft unfassbar viel investiert. Genauso wie der Rico das gesagt hat, habe ich auch ein sehr intensives Spiel gesehen für beide Mannschaften. Und von daher bin ich in Summe erstmal zufrieden, dass wir zu 0 gespielt haben. Mit dem Punkt am Ende müssen wir und können wir auch gut leben, weil ich glaube, und das muss man auch festhalten, unsere Mannschaft oder meine Mannschaft hat heute dann in vielen Situationen einfach war das Spiel zu fehlerbehaftet, gerade im Offensivbereich. Haben wir dann probiert, nochmal über Klein-Klein eine Situation zu kreieren, anstatt irgendwo die Zielstrebigkeit Richtung Tor auch mal einen Ball vorherzubringen. Und das ist uns heute nicht so gut gelungen. Und deswegen ist es in Summe auch so, dass wir nicht so viele Torchancen uns kreieren konnten. Aber am Ende des Tages bleibt der Punkt, bleibt das zu 0. Darauf bauen wir auf. Und das wird der Mannschaft weiterhelfen für die kommenden Wochen an Stabilität, noch mehr Stabilität zu gewinnen. Und wie gesagt, dann schauen wir, dass wir da uns im Offensivspiel in den kommenden Wochen wieder besser präsentieren. Und dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch in den kommenden Spielen punkten werden. Dankeschön. Ja, René, vielen Dank
kommen wir zu Ihnen, zu euren Fragen. Bitte schön. Matthias Reichstand, das war ich tatsächlich. Ja, René, du siehst ja sehr positiv, das 0-0, aber wenn man zu Hause spielt, keine Ecke hat, nach 55 Minuten die ganze Torschungszeit, das ist doch trotzdem dann am Ende zu wenig zu Hause. Was heißt zu wenig? Also in Summe gehst du in das Spiel rein und wir wollten natürlich dieses Spiel gewinnen. Das wäre Wahnsinn, wenn wir das nicht vorgehabt hätten. Aufgrund der Ereignisse, wie sich das Spiel dann entwickelt hat, wir haben ja auch nicht gegen irgendeine Mannschaft gespielt, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die wir intensiv studiert haben, die eine richtig gute Qualität hat, die spielt ein sehr gutes Gegenpressing, hat immer viele Spiele in Ballnähe und hat darüber hinaus auch einige richtig gute Kicker in ihren Reihen. Also es ist ja nicht irgendwo so, dass wir für uns das Recht in Anspruch nehmen dürfen, hier ein Heimspiel zu haben und hier gerade auch in unserer jetzigen Situation, wir pflastern ja jeden auf dem Stadion aus. Also von daher glaube ich ganz einfach, dass es in Summe mit dem Punkt können wir leben. Halle hatte gute Chancen, die haben sie vereitelt und dann nehmen wir den einen Punkt mit und Sätze. Weißt du schon was Genaueres bei Ben Zulinski? Nee, der Doc guckt gerade auf den Fuß und ich hoffe natürlich, dass es nichts Schlimmes ist, aber ich wäre jetzt reine Spekulation, wenn ich irgendwo ein Stück weit da eine Aussage zu tätigen würde. Ist auf jeden Fall ein Schlag auf den Fuß. Kollege, bitte. Herr Schmidt, Münster 0 in Paderborn, wird schon am Dienstag schon das nächste Highlight an. Sie werden wahrscheinlich den Auftritt des HSV am Freitag gesehen haben. Was lässt sich jetzt daraus aus diesem Auftritt heute, aus dem Auftritt der Hamburger am Freitag für Sie für Dienstag schließen? Ich schließe gar nichts aus dem Auftritt von Hamburg. Das würde nur höchsten Respekt meiner Mannschaft ab. Man kann ja auch ein Stück weiter hineininterpretieren, wir sind schon mit Gedanken auf am Dienstag, wenn du so ein Spiel hast. Das ist schon für den Club Hallischer FC, für die Mannschaft ein absolutes Highlight in der Vereinsgeschichte, gegen den Erstligisten zu spielen. Und trotzdem war die Mannschaft heute fokussiert, genau auf heute, 14 Uhr, in Paderborn zu punkten. Wir wollten von der 18 bis 20 wegspielen, jetzt haben wir nur 18 Punkte in Summe, 0-0 gespielt und mit dieser Einsatzbereitschaft, mit der Laufbereitschaft, mit dem spielerischen Potenzial, was in der Mannschaft drin steckt, habe ich letztens auch schon gesagt, das ist ein Spiel, da ist ganz klar die Favoritenrolle verteilt. Und das nehmen wir mit aus dem Spiel heute und alles andere, das werden wir sehen am Dienstag. Dögel, der IT-Partner des Hallischen FC. Wir automatisieren Unternehmensprozesse, schaffen mehr Agilität, verbinden Menschen. Wir entwickeln Zukunft.